Was ist mit den Leuten? Du bist falsch. Diese Folge, die macht mich so fertig. Ja, was geht ab, Freunde? Es ist Samstag, das heißt ein neues Video. Okay, was war das bitte? Ich denke nicht, dass ich dieses Format euch erklären muss, weil ich glaube, ich muss euch nicht erklären, was für Vollidioten hier auf diesem Planeten rumschwören und ihren Scheiß draußen in die Welt tragen. Bei diesen Leuten, die ich euch heute in der ersten Folge Idioten aus dem Internet vorstellen werde, handelt es sich nicht nur um Alpha-Kevins, es handelt sich um Leute, wo ihr euch denkt, wo sind eure Eltern? Wer hat diesen Typen Internet gegeben? Sorry, Home of Sexuals. Only straight man can handle this. Ich habe das Ganze mal für euch übersetzt. Sorry, Zuhause des Sexuellen. Nur ein wahrer Mann kann damit umgehen. Was? Hä? Rebecca, was ist denn bitte ein Home of Sexual? Heißt so viel wie Haus des Sexuellen. Ein Haus des Sexuellen ist, du gehst in dieses Haus rein, das ist nur fürs... Du kommst rein, siehst nur Leute am... Jeden Tag, zu jeder Uhrzeit, die Lampen sind nicht rund, das sind einfach Titten, die runterstrahlen. Da legt sich jemand flach über das Sofa. Hier legt sich jemand flach über das Sofa. Rebecca, was ist denn ein Haus auf... Ja, in Deutsch klingt das scheiße, aber Home of Sexual. Und was zur Hölle ist das hier denn? Da hatte aber jemand eine glorreiche Idee für die Weihnachtskarten dieses Jahr. Alle freuen sich auch noch so total und sind übelst happy, als gäbe es nichts Besseres auf dieser Welt, auf ihrer Mama zu liegen oder what the fuck? Und was ist überhaupt mit dem hier? Ich glaube, er ist schwul. Naja, okay, das würde auch funktionieren. Ich meine, da liegen ja auch zwei Kerle aufeinander. Ich meine, zwei Brüder. Was ist so falsch auf diesem Bild? Was ist mit den Leuten? Das ist falsch. Habt ihr schon mal was von Inzest gehört? Ich glaube nicht, dass Freunde und Verwandte so die Tür reinmarschieren und sich so an diesem Bild ergötzen. So, oh, das ist aber ein tolles Bild. Ich meine, es sieht nicht so ein bisschen nach Inzest aus und... Alter. Wer ist auf die Idee gekommen? Bitte sag nicht der Vater. Er liegt ganz unten. Why do the woman never have to take a DNA test to see if it dares? Und hier die Übersetzung. Warum müssen Frauen eigentlich keinen DNA-Test machen, um sicher zu gehen, ob das Kind von ihnen kommt? Weil es kommt aus dir raus, du verfickter Idiot. Also gut, ich glaube, das Einzige, was eine Frau zum DNA-Test führen würde, ist, wenn sie es vergisst. Wenn sie einfach alles vergisst. Wenn sie vergisst, 9 Monate lang ihr Riesenbaby in ihrem Bauch rumgetragen zu haben. Wenn sie vergisst, was für Scheiße sie essen musste, dass ihr Kind gesund auf die Welt kommt. Wenn sie vergisst, dass ihr irgendjemand in den Bauch gepisst und gekackt hat. Wenn sie vergisst, was für Riesenschmerzen sie hatte und wie weh es tat, diese Riesenmelone da rauszupressen. Erst dann, wenn sie das alles vergessen hat, bis sie ihr Baby in der Hand hat. Erst dann, Kevin. Erst dann muss eine Frau einen DNA-Test machen. Und was ist das für eine kranke Scheiße? I love the smell of incest. Und hier die Übersetzung. Ich liebe den Geruch. Ich liebe den Geruch von Inzest. Das ist die krankeste Scheiße, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also ich glaube, sie meinte Incens. Ich habe das Ganze mal für euch übersetzt. Incens heißt Weihrauch und Inzest heißt das hier. Oh Mann, dieses Bild macht mich so fertig. Inzest ist das, wenn du mit deinem Bruder oder Schwester oder das, was auf diesem Bild passiert, was ich noch nicht beschreiben kann. Das ist ja noch kranker wie in... Aber ich wünsche mir nichts zu Weihnachten. Lass mich. Gott, ich... Diese Folge, die macht mich so fertig. Freunde, das Internet ist gefährlich. Also passt auf, was ihr postet. Vielleicht komme ich euch auf die Schliche. So, Freunde, jetzt kann ich mich von diesem Ding hier auch verabschieden. Ihr merkt es schon am Ton, das Ding ist ausgefallen. Deshalb, Freunde, das Internet ist gefährlich. Also seid vorsichtig, was ihr postet. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie euch das Format gefallen hat. Ihr könnt mir auch gerne per Mail eure Fails schicken, beziehungsweise Fails von Freunden oder Fails, die ihr auf irgendwelchen Facebook-Seiten entdeckt habt, über die ich mich aufregen soll. Ich kümmere mich um die Kommentare. Kein Problem. Und ihr könnt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben, weil ich will ein bisschen die Community mit einbinden. Zum Beispiel, ich küre das beste Kommentar der Woche oder reg mich über das schlechteste Kommentar der Woche auf. Wir sehen uns wieder nächste Woche, Mittwoch. Seid gespannt, was da kommt. Ich lade ja jetzt auch mittwochs hoch. Heißt, wir sehen uns am Mittwoch, dann am Samstag, dann wieder am Mittwoch, dann wieder am... Wo war ich jetzt? Ist doch egal, wir sehen uns halt zweimal die Woche. Das freut mich auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, dich und dich da hinten auch nächste Woche wieder zu sehen. Bis dann, Freunde. Seid gespannt.